Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. You call me Dark Chocolates, aka Young Sexy Motherfucker. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein paar neue Kleinigkeiten, die ich besprechen möchte, bevor das Update morgen rauskommt. Es wird sehr wahrscheinlich ein Hotfix sein, ein Content-Update oder gar kein Update. Ich bin mir gar nicht sicher, weil wir gar kein großes Update mehr in den Dateien haben. Deswegen müssen wir auf Epic Games warten. Aber wir haben ja noch eine Abstimmung, die passieren sollte zwischen zwei Items. In diesem Video fangen wir aber mit dem Item-Shop an, denn es gibt zwei Sachen, die ich erwähnen wollte. Erstmal sieht der Item-Shop so aus. Dann wird dieser Ladebildschirm, der kostenlos ist, heute nach dem Item-Shop verlassen. Und die Naruto-Items werden jetzt länger im Item-Shop bleiben als geplant. Ich denke mal bis zum 30. November, also bis zum letzten Tag vom November, weil es der Tag ist, wo der Shinobi oder der Naruto-Battle-Bus halt deaktiviert wird oder wir den normalen Battle-Bus wieder bekommen. Das ist halt nur meine Vermutung. Und falls ich irgendwas davon holt, ob das die Moncler-Sachen sind, ist vollkommen egal. Treibt gerne meinen Supporter-Creator-Code LightSky10 ein. Vor allem, wenn ihr denkt, dass mein Content gut ist, regelmäßig vor allem, dann zeigt es eben mit diesem Eintrag von dem Creator-Code. Es gibt einen Banner, was mit dem letzten großen Update am letzten Dienstag geleakt wurde, hat ein bisschen was mit Naruto zu tun, aber es gibt aktuell keinen Weg oder keine Methode, dieses Banner freizuschalten, wenn man kein Content-Creator ist. Denn einige Content-Creators, deutsch oder amerikanisches Volk, egal, haben dieses Banner von Epic Games zugesendet oder geschenkt bekommen. Einfach so, keine Ahnung, vielleicht haben die es extra nur dafür in die Dateien gebracht, aber ist halt eine Art Geschenk von Epic Games. Was heißt eine Art? Ist halt ein Geschenk, aber wir Spieler können das erstmal nicht freischalten. Dann hat Donald Mustard etwas sehr Interessantes gepostet. Er sagt hier, redet über den Comic Batman Fortnite, das Fundament. Er sagt, das eigene Cover dafür zu machen war eine, oder zu kolorieren war für ihn ein großer Traum, eine Geschichte zu erzählen, in der einer seiner Charaktere nach Gotham kommt und Batman trifft, ist halt gesichtsschmelzend genial auf Deutsch. Und der letzte Satz ist aber umso interessanter. Und zwar sagt er, ich empfehle diesen Comic vor dem Ende von Season 8 zu lesen. Aber das Ding ist, er hat zwei Wörter groß geschrieben. Also mehr oder weniger, er möchte, dass das auffällig ist. Und zwar The End. Das Ende. Und aktuell der Platzhaltername für das kommende Live-Event ist ja eben The End. Jetzt kommen wir zum Cypher PK Teaser, beziehungsweise zu seinem neuesten Video. Am Ende hat er etwas zu der Chapter 3 Map geteasert oder vielleicht wollte er einfach nur zum Hype etwas machen. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Insider-Information sein, aber es wurde ja geleakt, dass der Name der nächsten Map Artemis sein wird. Das wurde ja einmal von FNBR unreleased, von G-Matrix Games und von China BR bestätigt, also von den Dateien, also von G-Matrix Games. Das habe ich in den letzten Videos besprochen. Aber auch bei der geleakten Konzeptkarte von Chapter 3, wo der Typ behauptet, dass er Epic Games Infos hat und dass sein Kollege damals bei Epic arbeitete, sieht man tatsächlich unten rechts den Namen Artemis. Und ich habe ja besprochen, wer Artemis ist. Sie ist die eine Gottheit in der, eine Göttin in der griechischen Mythologie. Aber CypherPK hat die ganz besonders angesprochen, dass Apollo, also der Name der aktuellen Chapter 2 Map, und Artemis Zwillingsgeschwister in der griechischen Mythologie sind und mehr oder weniger zwei Seiten darstellen. Artemis ist ja einmal die Göttin des Mondes, also nicht nur, und Apollo ist ja der Gott der Sonne, nicht nur. Aber das ist halt, wofür die eigentlich bekannt sind. Und er beschreibt diese zwei Charaktere oder deren Eigenschaften als polare Gegensätze, was ja auch Sinn macht. Also Mond ist ja dunkel, Sonne ist ja hell, ihr wisst, was ich meine, polar, bla bla bla. Und das würde mit den zwei Seiten der Insel Sinn machen, die wir einmal im Hochstapler-Modus gesehen haben, im Hochstapler-Trailer, im Season 2-Event oder im Chapter 2 Season 5-Trailer, wo Agent Jones von der unteren Seite der Insel, von der IO-Basis, auf die Insel gekommen ist. Da hat sich ja die Schwerkraft einmal geflippt. Eben das, deswegen ist das die größte Vermutung, dass die IO-Basis unter der Map die Flipside ist, die CypherPK und Table Hill mit ihren Insider-Infos geteasert haben. Aber das würde eben Sinn ergeben und zudem wurde ja geleakt, dass der Name der Chapter 3 Map eben Artemis sein wird. Also das habe ich ja gerade angesprochen. Aber nachdem er das Video beendet hat, ist einfach nur ein schwarzes Bild da mit einer seltsamen Musik und mit einem seltsamen Effekt, das ist so ein Glitch-Effekt. I'm gonna give you guys a little bit of a tease. But before that, one interesting thing to point out, the next map is called Artemis, and the name of the current map is called Apollo, and they are actually brothers in Greek mythology. This kind of adds on to the theory that the two maps are kind of different sides of the same coin. Apollo is the god of the moon, while Artemis is the god of the sun, and so they're kind of like polar opposites, the flip side. Kind of something to think about.
Und wenn man dieses schwarze Bild heller macht, erkennt man, dass es der Teaser von Donald Mustard ist, also den, was er als Banner kurz vor dem Season 7 Ende Event hatte. Das ist ja der Nullpunkt im Weltall in einem instabilen Zustand und mit einem Strudel. Man erkennt das ja nicht jetzt unbedingt gut, ich hoffe mal, dass ihr das auch auf dem Video erkennen könnt. Aber die Musik auch ist aus einem Video von Donald Mustard. Und zwar hat er vor ein paar Tagen ein Video gepostet, wo er in einer Art Spiegelhalle mit seiner Frau ist in New York City. Das könnte auch ein Teaser sein, weil er hat sich umgeguckt, es spiegelt sich quasi und die Spiegelversion von unserer Insel ist ja die Flipside oder die IO-Basis unter der Map. Deswegen glauben viele, dass er, dass Donald Mustard es damit geteasert hat. Dann hat der anscheinend offizielle Fortnite Australien-Account, der vor kurzem erstellt wurde, paar Koordinaten gedroppt. Also einmal für Neuseeland und Australien. Die Theorien werde ich in einem eigenen Video besprechen. Dafür habe ich jetzt erstmal keine Lust. Dafür kommt am Wochenende ein eigenes Video, wenn der Account dann wahrscheinlich online ist. Aber wenn wir uns die Koordinaten anschauen, sehen wir einmal die Sydney Harbour Bridge oder in Neuseeland die Auckland Art Gallery. Und man weiß aktuell nicht, mit was das damit zu tun hat. Zwei Vermutungen sind einmal, dass mit der Harbour Bridge die Brücke von Fortnite gemeint ist. Und mit dem anderen Ort vielleicht die Flipside gemeint oder eine andere Realität, die durch die Brücke erreicht wird, gemeint ist oder auf der anderen Seite des Planeten liegt. Weil es gibt ja immer die ganzen Memes, die ganzen Leute, die wissen oder die sagen, Australien liegt auf der anderen Seite des Planeten. Deswegen vielleicht will Fortnite damit was teasern. Und für uns Europa oder für die meisten Leute ist ja Australien, wie gesagt, auf der komplett anderen Seite des Planeten, aber für Amerika nicht. Das heißt, die könnten wirklich daran arbeiten. Und vielleicht erinnert ihr euch ein paar an paar Vorahnungsaufträge vor Season 7. Dort gab es ja die ganzen Interagierer mit einem CB-Radio. Dort gab es eine Menge Dialoge mit Turk, Dennis und Mari mit ihren Abenteuern. Und Turk hat ja als Vermutung behauptet, dass er glaubt, dass Kängurus auch Aliens sein könnten. Und vielleicht wollen die hier mit Fortnite Australiens Koordinaten teasern, dass Kängurus ins Spiel kommen werden. Und apropos Artemis und Apollo, Freunde, hier ist was Neues aufgetaucht. Bei den UFO-Telefonnummern kurz vor Season 7, bei den ganzen Teasern, hat man im Spektrogramm das astronomische Symbol für das Sternzeichen Zwilling gesehen. Und jetzt würde das Sinn machen, warum das reinkam. Es war mehr oder weniger ein Teaser für den Namen der Chapter 3 Map, Artemis, weil ja Apollo und Artemis eben Zwillingsgeschwister sind. Mega Brainfuck oder einfach nur Zufall. Dann werden die wilden Wochen zurückkommen, Freunde. In diesen wilden Wochen verändert sich ja für eine Woche lang etwas am Gameplay. Wir kriegen dann ein paar Herausforderungen für Gold und IP. Und die werden dann zurückkommen. Es gibt dann einmal das Goldbarren ausgeben, logischerweise. Das wird dann in der letzten Woche rauskommen. Und wir werden einen neuen NPC mit einer neuen Stempelkarte ebenfalls bekommen. Es ist so eine ein Ninja, aber ich kenne seinen Namen nicht. Und Hypex hat auch geleakt, dass die ganzen Items, die beim Voting, bei der Abstimmung verloren haben, in der letzten Woche von der Season zurückkommen werden. Also einmal das Rift to Go. Was hatten wir noch? Einmal die Kampfmaschinenpistole und die Boogie Bombe. Genau, das werden die drei Items sein. Und wir werden hier noch eine weitere Abstimmung bekommen zwischen der Steinschusspistole und dem Annäherungsgranatenwerfer. Und dieser Verlierer dann von dieser Abstimmung wird dann auch in der letzten Woche zurückkommen. Ich glaube aber, dass die meisten Leute dann für die Steinstoßpistole wählen werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Genießt euren restlichen Tag. Wie gesagt, die Theorien werde ich erstmal nicht besprechen. Dafür gibt es am Samstag oder Sonntag ein eigenes Video. Haut rein und ciao.